wie du im Garten Schnittlauch früher ernten kannst. Ich bin die Gartenmoni und das verrate ich euch jetzt. Habt ihr schon einmal geschaut im Garten, wie euer Schnittlauch ausschaut? Ob der vielleicht schon treibt? Also ich habe meinen gestern angeschaut und da möchte ich jetzt, dass der so schnell wie möglich wächst, damit ich schon den ersten ernten kann. Weil auf den freue ich mich immer. Schnittlauch, ein Butterbrot mit Schnittlauch drauf, ein bisschen Salz drauf. Och, ist doch was Leckeres, ne? Ja, und ich zeige euch jetzt einmal, wie weit mein Schnittlauch schon ist und was man machen kann, damit er wirklich ein bisschen schneller wächst. Gehen wir mal hin ins Beet, ja? Ich nehme mit meinen Naturdünger, also meinen Biodünger. Den brauche ich nämlich dazu. Und ich habe mir auch ein bisschen Kompost wieder raus. Hier, kleine Schaufel, einen kleinen Grubber. Mehr brauche ich nicht. Dann gehen wir mal. So, hier seht ihr den Schnittlauch. Der treibt schon ganz schön. Hat noch ein wenig dünne Halme. Ich möchte mir gern, dass die schön kräftig sind. Also als erstes tut man mal da ein bisschen säubern, ne? Wenn was drin ist, also so abgetrocknet. Also jetzt muss ich den Handschuh mal ausziehen. Einen lasse ich alle. Da habe ich mir kein so ein Gefühl. Aber es sind ein paar Eierscheine, die kann man drin lassen. Aber es ist nicht viel. Ich meine, es ist das abgetrocknete Zeug da, ne? Dass man das eventuell raus tut. Aber da ist jetzt bei mir fast nichts da. Da unten noch mal ein bisschen schauen. Na, so, dann hacke ich da mal ringsrum ein kleines bisschen auf. So, ich tue mal da ein bisschen Erde auf die Seite, weil da gebe ich jetzt ein bisschen Kompost drauf. Moment. Einfach ringsrum ein bisschen, ne? Kompost ist ja immer gut und den hacke ich dann so ganz locker ein bisschen ein. Aber vorher mache ich noch was anderes. Und so. So. Vorher gebe ich noch ein bisschen von meinem Biodünger, von meinem organischen Biodünger rum. Weil ich will also wirklich, dass der richtig schön kräftig wird. So. Ja, da ist eine Kompostreihe, das reicht. So, und das hacke ich jetzt auch ein bisschen ein. Und wenn man dann drauf gießt, jetzt brauche ich ja nicht gleich gießen, die Erde ist noch feucht, aber wenn es regnet oder wenn man drauf gießt, dann zersetzt sich ja der Dünger langsam. Ihr wisst ja, ne? Das ist ein Sofort- und Langzeitdünger. So, und so lasse ich den jetzt. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, weil es ist ja jetzt noch kalt. Wir haben jetzt Anfang März. Und da wächst natürlich der Schnittlauch dann auch nicht, wenn es so eisig kalt ist. Es gefriert auch immer wieder. Heute früh habe ich gesehen, haben die Leute die Scheiben abgekratzt am Auto. Und deswegen gebe ich jetzt da so ein kleines Treibhaus drüber. Ich hole es mal. Vielleicht kennt ihr das noch. Letztes Jahr habe ich den Tipp gegeben, wenn ihr große Plastikflaschen habt, die ihr nur braucht und auch kein Pfand drauf ist. Ich habe da welche, die hatte mir die Kerstin. Kamerafrau hat immer beim Zelten dabei, beim Campen dabei. Und mit der Zeit nimmt man es dann nicht mehr so. Und da haben wir schon etliche da gehabt. Die habe ich dann alle aufgehoben. Und dann hat mir der Andi das unten abgeschnitten. Und jetzt habe ich so eine Art Treibhaus da. Oben lasse ich den Deckel weg, dass auch Luft rein oder rauskommt. Ne? Reinkommt, besser gesagt. Und das stülpe ich jetzt da drüber. Drücke ein bisschen an. Seht ihr das? Und das Ding, das hält da nicht richtig, dann nehme ich da einen Stecken. Man kann zwei auch nehmen, ne? Vielleicht so quer ein bisschen machen, einen so und den anderen so. Und dann kannst du das auch nicht davon wehen. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht und das funktioniert einwandfrei. Und der Schnittlauch, der kann da drinnen jetzt schön wachsen. Der hat es dann trotzdem, der ist geschützt, hat es ein bisschen warm und oben kommt dann trotzdem die Luft rein, weil sonst würde das dauernd nass werden und anlaufen und dann fault es zum Schluss da drin. Ne? Also eine Öffnung braucht man schon. Wenn ihr solche Flaschen habt oder können ja andere Flaschen sein oder sowas, macht doch das auch, bevor ihr es wegwirft. Das ist so schön. Ich habe da also wirklich viele gesammelt. Und jetzt, wenn es dann losgeht mit außen Salatpflanzen oder solche Sachen machen, überall stecke ich meine Flaschen drüber als kleines Treibhaus.
schaut nicht gerade jetzt besonders schön aus, aber trotzdem lustig, muss ich sagen. Und das Wichtigste, das hilft wenigstens, ne? Gegen Frost und gegen die Kälte. Wenn euch mein Tipp gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, abonniert meinen Newsletter, aktiviert die Glocke fürs nächste Video und schaut mal in meinem Shop vorbei, gibt's wieder was Neues. Und bis morgen. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss.